Heute ist es wieder soweit für eine Runde Friday Night Funkin'. Diesmal spielen wir gegen eine Horrorversion von Super Mario. Das habt auch ihr mir empfohlen, Leute. Was wäre ich nur ohne euch? Dieser ganze Kanal, der existiert nur dank euch, weil ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Auf jeden Fall, die Soundeffekte sind schon mal gruselig. Oh Gott! Friday Night Funkin' Mario's Madness. Genau, dieser Madness-Mode. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Story-Modus. Start? Yes. Ich höre Mario-Melodie im Hintergrund. Ich liebe es, dass alles so ein bisschen Story hat. Ich wette, die spielen gerade wahrscheinlich irgendwie Super Mario oder so. Kling links. Okay. Die freuen sich. Die erwarten diese Mario-Musik halt. Ist das Among Us gewesen? Und eine Caillou-Mütze? Oh, eine verfluchte Super Mario-Kassette. Freunde, so sahen früher die Spiele aus. Das ist NES, das ist Nintendo, die erste Konsole. Also Nintendo Entertainment System, also nicht Super Nintendo, sondern das, was vor Super Nintendo war. Genau, das ganz, ganz alte Mario, das erste Mario. Ist hängen geblieben. Es geht gleich los. Ich find's echt nice gemacht, Leute. Ihr könnt sagen, das ist ein. Ich spiel's im Browser. Also es ist nicht runtergeladen. Es ist einfach so cool gemacht mit Story-Modus. Leute, sowas muss man einfach nur appreciaten. Oh oh. Er wird ins Spiel gezogen und sie checkt gar nichts. Doch, jetzt. Irgendwie stehe ich auf Girl. Was? Irgendwie schon. Was? So ein bisschen. Ihr nicht? Wir sind beide ins Spiel gezogen worden. Bei welchem Spiel war das noch, dass man ins Game gezogen wird? Alter, das war bei Digimon so, oder? Dass man bei Digimon so reingezogen wird. Ich fühle mich, als wäre es eine Reaction. Ich würde gerne mal spielen. Madness. Hello there. Ich würde gerne mal spielen. Ich werde dich nicht töten. Jetzt. Ich verstehe kein Wort. Auf jeden Fall, ich gehe mal davon aus, dass er die erst töten wird, wenn er mich besiegt hat. Deswegen, ich kann jetzt um mein Leben spielen. Ich werde mir Mühe geben. Ich bin richtig gespannt. Geil. Oh, ich fühle es. Das ist so lustig. Ich fühle es halt wirklich. Ich freue mich, dass mir diese Spiele gefallen. Also ist es Real Talk so. Team empfiehlt. Der Mario, der sieht auf jeden Fall aus, als hätte er einen schlechten Tag gehabt. Als wären die Toiletten, die er geklemmt hat, sehr, sehr verunreinigt gewesen. Das ist richtig harte Musik. Oh, Alter, das ist sau schwer. Oh, Leute, diese Mods sind leider für wirkliche Pro-Gamer gemacht. Ist viel zu schwer. Ich darf die Pilze auch gar nicht essen. Tschüss, was? Das ist sau schwer. Leute, noch eine Runde. Freunde, das ist echt leider schwer. Ich würde gerne weiterkommen. Aber es ist so schwer. Nochmal. Es ist ja nicht so, dass ich nicht... Ich würde gerne weiterkommen, wisst ihr? Komm schon. Ich darf diese Mushrooms nicht fressen. Wie soll ich Mushroom von Pfeiltasten unterscheiden, Junge? Ah, okay. Es ist viel zu schwer! Mann, es macht keinen Spaß so! Ich würde ja gern weiterspielen, nochmal! Go, go, go! Warum so schwer, Mann? Ich bin so konzentriert. Komm schon! Ich werde zumindest Level 2 kommen. Hey! Ist doch gut! Alles böse Pilze, nicht essen!
Konzentration. Ich frag mich, warum Mario sauer ist. Hat er falsche Pilze gegessen? Versteht. Sau schwer. Ich glaube, ich besiege gerade. Leute, ich hab's. Jetzt muss ich einmal Breakdance machen mit den Fingern. Kein Problem. Vor allem Girl im Hintergrund, die Arme. Ich muss sie beschützen. Hey, so weit war ich noch nie. Irgendwas müssen die Finger doch können. Nicht nur das. Hey, nein, nein. Nein. Nein, ich bin so weit. Ich war so weit. Oh, Leute. Nein, nein, ich will nicht mehr. Mann, es fuckt so ab. Es ist so schwer. Warum ist das so absolut schwer? Ein letztes Mal. Komm schon. Leute, wie soll man das denn schaffen? Aber ich weiß, dass dieser Mod ist auch schwer. Alle Mods sind schwer, aber das ist Madness Mario Mode. Das ist das wahrscheinlich Schlimmste. Nein, Sonic war Schlimmste, weil bei Sonic hast du gar keine Chance. Ich frag mich aber trotzdem, wie man drauf kommt, diese Mod zu erstellen. So ein Mario, der dich in seinen Fernseher zieht, während du das alte Super Mario spielst, weil er komplett aggressiv ist. Und er dich umbringt, wenn du nicht gegen ihn Rap Battle gewinnst. Komm schon, wer? Das Ding ist, das Schöne ist, dass ich dieses Spiel einfach fühle. Das heißt, irgendwann werde ich besser. Weil wenn man eine Sache gerne macht, dann wirst du automatisch besser darin. Deswegen war ich nie gut in Mathe. Weil ich Mathe gehasst habe. Und ich bin gut in Essen. Weil ich gerne esse. Wer isst auch gerne? Schreibt in die Kommentare, was ihr am liebsten isst. Ah, ist dieser scheiß Smalltalk. Da muss ich halt. Ich weiß auch nicht. Einfach spielen. Nicht reden und spielen, okay. Ich versuche eine Strategie psychologisch zu finden, wie ich besser werde. Aber am besten ist, glaube ich, wenn ich gar nichts sage. Ja, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Scheiß doch drauf. Ich bin weg. Nein, Leute, nein, ich hab keinen Bock mehr. Das war's. Es ist halt nicht fair. Das ist nicht fair, weil ich würde gerne weiterkommen. Ich würde gerne wissen, was passiert. Wird Mario mich umbringen? Wird Mario mir meine Freundin klauen? Wird er mit Prinzessin Peach keine Ahnung was machen? Leute, ich bin weg. War nett. Wir sehen uns morgen wieder. Bin weg, Freunde. Was soll ich sagen? Ich bin weg.